Wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, wie sie leben sollen. Wir trauen den Menschen zu, dass sie diese Entscheidung selber treffen können. Aber wir, meine Damen und Herren, sagen auch, wenn Menschen entscheiden sollen, dann müssen sie auch die Möglichkeit dafür haben. Fahren jetzt gleich los nach Berlin. Berlin ist unser Highlight, der Endspurt, der Höhepunkt der Tour eigentlich. Das Problem ist, dass wir keine richtige Genehmigung haben für den Bus, den Busparkplatz am Neptunbrunnen und Rotes Rathaus. Wir sind gerade dabei, einen Schneeballeffekt auszulösen und unsere Freunde einzuladen, dass die mit einem Klappstuhl sich irgendwo dort auf einen Parkplatz setzen und den besetzt für unseren Bus. Und wir telefonieren jetzt alle wie die Wilden rum und versuchen alle zu aktivieren. Und die ganze Krönungswelle zu einem krönenden Abschluss führen. Prekäre Lage, aber wir kriegen es irgendwie hin. Ja, guten Tag, mein Name ist Uschi Bauer. Ich bin beim Abschnitt 32 in Berlin. Richtig, jetzt ist es so, dass wir eine Gruppe sind von privaten Initiativen, Leuten, die sich fürs Grundeinkommen einsetzen und gerade seit 16 Tagen mit einem Tourbus unterwegs sind in Deutschland, um das Grundeinkommen zu den Menschen zu bringen. Morgen Berlin ist die 19. Stadt und zwar das große Finale unserer Tournee. Jetzt ist es so, dass wir eine Genehmigung haben, um mit einer Bühne beim Roten Rathaus zu stehen. Und zwar haben wir zwei sich teils widersprechende Genehmigungen. Aber unser größtes Problem ist, dass wir die Bühne aufbauen müssen, dass aber dieser Marathon in der Nähe ist und dass man dann ja eigentlich um die Zeit gar nicht mehr reinfahren darf.
aber das sehen Sie ja jetzt selber, dass das irgendwo gar keinen Sinn macht, oder? Ich weiß, Ausnahmezustand in der Stadt, gell? Und ich gehe dann da nicht. Wenn der Papst anruft, würden Sie es auch nicht möglich machen können. Aber das wäre doch super, wenn Sie Ihre Kompetenz einfach mal überschreiten würden. Jetzt helfen Sie mir. Wie ist das, unter einen Hut zu kriegen? Da finden wir jetzt eine Lösung zusammen, oder? Möchtest du jetzt wissen, den Stand der Dinge? So wie ich jetzt aussehe, soll ich da jetzt was reinsagen? Der Stand der Dinge. Die Genehmigung ist erweitert, zeitlich erweitert, allerdings nicht so, wie wir uns das im Optimalfall gewünscht hätten. Aber es ist jetzt so, dass wir da die Bühne ab 10 Uhr offiziell aufbauen können und auch anschließend abbauen können. Und unsere Veranstaltung ganz normal von 13 bis 20 Uhr stattfinden. Nee, mich nicht. Was natürlich super ist. Was wir angeschaut, das fällt du auch bei. Hast dir ja was getraut, fand ich real ab. Doch nicht gleich abzuholen.